Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Wir haben endlich die offizielle Meldung. Es wurde gerade bei der UFC Fight Night wirklich öffentlich gemacht. Islam Makhachev wird gegen Charles Oliveira antreten, und zwar offiziell endlich bei der UFC 280 diesen Oktober in Abu Dhabi, Freunde. Es steht wirklich an. Es ist eine ultra geile Sache. Charles Oliveira will sich den Titel wiederholen, nachdem er diesen verloren hat bei der Waage von dem letzten UFC-Kampf gegen Justin Gaethje, wo er seinen Titel in Anführungsstrichen verteidigt hat. Ja, er hat ihn verloren, der Titel ist vakant. Islam Makhachev kommt von seinem Sieg gegen Bobby Green und Dan Hooker und vielen, vielen anderen Contendern und will jetzt den Fight haben gegen Charles Oliveira. Die UFC hat es offiziell gemacht. Charles Oliveira wollte dickes Money haben dafür, dass er jetzt extra gegen Islam kämpft. Hat er wohl von der UFC bekommen oder hat einfach so oder so Druck bekommen und wollte nicht, dass Michael Chandler jetzt beispielsweise um den Titel kämpft, um ja, den er sich halt so hart erarbeitet hat. Er wollte vielleicht jetzt direkt den Titelkampf nehmen. Die UFC ist da stark im Thema Druck machen und ja, dementsprechend haben wir endlich den wohl geilsten Kampf dieses Jahres, meiner Meinung nach, welcher wirklich einfach ansteht. Stellt euch vor, Israel Adesanya und Alex Pereira ebenfalls bei diesem Event. Das wären so geile Titelkämpfe. Einmal ein Grappling-lastiger Fight und einmal wirklich ein Striking-Match von höchster Klasse auf beiden Seiten. Aber wer weiß. Zuerst freue ich mich erstmal auf dieses Matchup, dass es endlich offiziell gemacht wurde. Islam Makhachev sagte, sein Stand-Up ist auch gut genug, um mit Oliveira im Stand keine Probleme zu haben. Ja, dass er sich wirklich nicht ausnocken lassen würde oder sonst irgendwas. Wird ihn aber seiner Meinung nach reiten wie ein Pferd. Und Charles Oliveira sagte, egal wo es hingeht im Fight gegen Islam, ob es im Stand ist oder ob es auf dem Boden ist, ich bin, egal was er macht, 10-mal besser als er und muss mir dementsprechend keine Sorgen machen. Und ja, super geiles Matchup. Ich sehe persönlich eine ordentliche Gefahr für Islam. Aber es ist einfach schwer, auch Leute zu kritisieren, die noch nie wirklich im Bedrängnis waren. Ja, wurde damals in der UFC ausgenockt, das ist aber schon 6-7 Jahre her, seitdem ist er einfach unangefochten mit 10 Siegen in Folge in der UFC. Also ich denke, auf diesem Fehler darf man einfach nicht rumreiten und darf das auch nicht als Maßstab nehmen. Man muss einfach wirklich als Maßstab nehmen, wie gut er geworden ist und ja, dass er einfach wirklich zu gut ist, um einzuschätzen, ob es gegen Charles Oliveira reichen wird oder nicht. Ich denke, es wird ein sehr, sehr tougher Fight für beide, würde aber tatsächlich sagen, dass Islam den Sack zumacht und ja, letztendlich da was Großes kommt. Am liebsten würde ich mir natürlich wünschen, dass Oliveira vielleicht den Kampf gewinnt und dann Khabib rauslocken kann, indem er ihn herausfordert. Wer weiß, könnte abgehen. Oliveira geht hier in die Höhle des Löwen, direkt nach Abu Dhabi, in die Area von Khabib und Islam. Also großen Respekt auch dafür, es wird einfach viel zu krass. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.